Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zurück bei den Junkie Monkeys. Ich bin die Kitty und wir zocken weiter Avatar. Mein Gott, Moment, ich hab grad. Ich hab mich so eingekuschelt hier in meiner Decke auf meinem Stuhl, dass ich gerade nicht klargekommen bin. Okay, also. Du kommst wegen der Splitter, das muss warten. Oha. Wie ich höre, ziehen sich die Truppen zurück. Ja, aber das Himmelsvolk zerstört auf seinem Rückzug alles, selbst die Geschöpfe, die es in Käfigen eingesperrt hat. Eva weint. Damit kommen sie nicht durch. Ich werde sie aufhalten. Sei gewarnt. Manche Tiere verhalten sich wie Dämonen. Dein Volk hat sie verändert. Sie sprechen nicht mehr mit Eva. Okay. Tierschutz machen wir jetzt. Amanti will, dass sie nach Osten gehen und das Himmelsvolk eliminieren. Sie sollen auch die gefangenen Tiere befreien und die kontrollierten Tiere töten. Okay. Kontrollierte Tiere, das heißt wahrscheinlich, die haben irgendwelche Halsbänder oder ähnliches. Das ist ja nur ein Weg im Endeffekt hier. Wahnsinn. Trotzdem verirrt man sich. Oh, nicht runterfallen. Da wäre ich auf jeden Fall tot, tot. Totals tot wäre ich da. Oh, na toll. Ich nehme mal ganz stark an, dass das diese kontrollierten Tiere sind. Die haben nämlich so ein Metallding auf dem Rücken. Da jetzt nichts hier sehen. Ich krieg da mal einen Anfall, wenn ich nichts sehe. Oh.
Scheiße. Also manchmal wird dieses Spiel mich echt verarschen. Wenn ich so langsam das Gefühl. Was zur Hölle ist das hier, Junge? Jetzt klettert er hoch, sonst werde ich gleich sauer, ey. Ah! Wenn du auf mich schießt, gibt's Ärger. Du hast hier gute Arbeit geleistet, aber jetzt musst du Beidamo aufsuchen. Ich habe befürchtet, dass du das sagen würdest. Weißt du, dass ich komme? Nein, aber er wird deine Hilfe sehr schätzen. Klar. Ja. Na sicher, wird er meine Hilfe schätzen. Wir kennen ja alle Beidamo, der freut sich immer so, wenn ich da bin. Der freut sich dann. Und auf ein. Nicht euer Ernst, Leute. Immer schön Druck hauen hier. Drecksäcke. Ja, gute Idee. Ich sehe nichts.
Das ist unfair. Das ist echt unfair. Mich jetzt schon sterben. Kletter schneller. Geronimo. Nicht dein Ernst. Verdammt, ich muss nachladen. Ich hab dir Zeit. Ich rück vor. Alles klar. Wir haben schon Schlimmeres erlebt, Jungs. Das hier ist ein Kinderspiel. Was ist denn Bedamo? Kriegst du doch richtig, ich spüre mich nicht. Und Spawn, Feuer! Ich versuch's ja! Da kommt, sie sind doch da! Wo sind sie hin? Verdammt, da sind sie! Unter Treffer zaubern! Wie kann ich dir helfen? Eine Antwort würde dir nicht gefallen. Hör zu, ob es dir nun gefällt oder nicht, ich helfe dir dabei. Srana, die Tatut beladen ihre Himmelsmaschinen mit Waffen. Sie werden keinen Nachschub zurücklassen. Das werden sie bereuen. Greifen wir an, B. Bedamo. Bedamo will, dass sie den Drachen zerstören, bevor er abheben kann. Ja, das kriegen wir ja wohl hin. Oder auch nicht. Ach, das ist der Drache. Joa. Da muss ich erstmal für durchs Lager, würde ich sagen. Alter, ich hasse dieses Spiel so langsam. Echt, echt. So langsam reicht es mir. Ja. Hab ja keine andere Wahl. Scheiße hier, ey. So, fix hin.
Kätzchen! Oh, ein Kätzchen! Die Menschen hielten meinen Palulukan gefangen. Sie waren grausam zu ihm. Wenn wir seine Wunden heilen können, wird er an unserer Seite kämpfen. Bist du irre? Bis jetzt wollte mich jedes Palulu-Ding bei lebendigem Leib verspeisen. Er ist immer noch unser Bruder. Wir werden ihn mit Ivas Arzneien heilen. Der Wald ist voller Heilpflanzen. Bring sie mir. Hukato möchte, dass die Pflanzen aus den Banshee-Nestern sammeln, damit er seinen Thanator heilen kann. Mein Gott. Jo. Okay. Wir haben neue Waffen gekriegt. Oder auch nicht. Ich habe jetzt keine gesehen. Auch eine Tatze. Leute, wo kommen die denn jetzt her? Oh, super, ich habe wieder ein Leben. Da. Da oben. Mhm. Gleich ist das Leben wieder weg. So, und jetzt irgendwie hier in diese Richtung. Weit hab ich's. Mhm. Bestimmt. Haha. So, jetzt bleiben wir einfach hier oben. Bäume sind unsere Freunde. Dort drüben,
Ja. So. Da ist ja was Grünes. Warum komme ich da nicht hin? So. Ich muss aber von der anderen Seite da dran. Okay, also gehen wir hier. Und dann gehen wir hier. Und dieses. Also ich, wenn die so komisch schräg läuft, das mache ich nicht absichtlich, ja. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Wir hängen an einer Baumwurzel fest oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe eigentlich nur geradeaus. Okay. Okay, okay, okay. Sagen, das war wohl das letzte jetzt. Da. Du hast mächtige Fähigkeiten, Traumwandlerin. Du kannst ihn jetzt reiten. Wie bitte? Er ist dir dankbar für deine Hilfe. Er wird sich bei dir revanchieren. Hab keine Angst vor ihm. Ein Thanator? Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Beidamo erwartet dich. Möge dir das Glück hold sein. Ich hab ein Kätzchen. Tätzchen? Gehen wir. Yeah. Ich hab ein Tätzchen. Miau. Kann sogar angreifen. Wie geil ist das denn, Alter? Ich hab ein Tätzchen. Ich hab ein Tätzchen und du nicht. Nein, ich muss jetzt erst mit dem sprechen. Tut mir leid, Tätzchen. Komm gleich wieder. Tut reitet ein heiliges Tier? Hat Iva den Verstand verloren? Ja, Schnurrhaar und ich sind jetzt Freunde. Da wäre ich mir nicht so sicher. Geh, hol deinen Steinsplitter, damit wir aufbrechen können. So, Tom. Ich tu dir nichts. Mega geil, Alter. Ich hab ein Tätzchen. Ich tu dir nichts. Tut wollen mit ihren Maschinen einen Ort durchqueren, der unserem Clan heilig ist. Wir müssen sie aufhalten. Mhm. Seine Schlachten sollte man sich gut aussuchen, B. Lohnt es sich, für ein Stück Land zu sterben? Sprich nicht, als würdest du verstehen. Ich will, dass du etwas tust. Sprich mit Tanjala. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Beidamo schickt sie nach Norden, damit sie sich bei Tanjala melden. Beidamo hasst uns. Mhm. Gehen wir. So langsam glaube ich echt, dass der uns hasst. Yeah. Miau. Einfach durch. Los. Ja, das ist mein Baby. Mhm. Oh, ich muss eigentlich in die andere Richtung. Sie sind hier.
Ich liebe mein Kätzchen. Scheiß Beidamo. Weiß gar nicht, was du an dem Kätzchen hast hier. Kätzchen ist toll. Grünweg. Okay. Gib mir Deckung. Roger. Sie sind hier. Ich bin hier. Alles klar. Ich muss eben kurz einsammeln. Komm gleich wieder. Ich habe ein tolles Tätzchen. Ja. Ruhig. Ich muss nur aufpassen, es ist fast tot, mein Tätzchen. Ui. Wo muss ich hin? Ich lebe noch. Ist okay. Da! Ah! Mein Tätzchen! Scheiße. Ich komme da noch nicht mal mehr raus, Leute. Scheiße ist das, ey. Komm ich irgendwie von oben irgendwie höher gelegen dadurch? Komm, Ewa, beschütze mich. Ah, klar, natürlich nicht. Mein Gott. Mein Tätzchen ist tot. Mein Tätzchen. Da, mein Tätzchen. Du musstest uns nicht helfen, Ryder. Deine Wahl, uns zu helfen, sagt viel über dich. Jetzt konzentrieren wir uns auf den nächsten Splitter. Ryder, du musst mein Volk verstehen. Es gibt Orte, an denen Eva stärker ist. Falls wir einen davon verlieren, verlieren wir... Ich verstehe. Wonach suchen wir? Die Maschinen der Menschen sind groß und schwerfällig. Sie werden unsere Städte bei ihrer Flucht zerstören. Sorgen wir dafür, dass das nicht passiert.
Kanjala möchte, dass sie alle Firmentruppen ausschalten, die sich hier aufhalten. Alle. Okay. Das könnte etwas länger dauern, nehme ich an. Oh, was passiert? Oh. Neue Rüstung, meine Friends. Aha. Ey, das ist mein Tätzchen. Und ich krieg es kein Tätzchen. Jo, ist klar. Jetzt klingelt auch noch der Wecker. Nicht dein Ernst, Alter, von Hunden getötet, ey. Geh. Geh, jawohl, dann gehen wir. Komm, Baby. Es kann mein Baby nicht reiten, es darf nichts. Gut, uns fehlt nur noch ein Splitter. Sagen Sie wohin? Du musst mit Amanti sprechen. Sie weiß es. Avanti, Avanti. Ah, nee, Amanti, Amanti ist sie natürlich. Amanti. Jawohl. Sorry, Leute. Jetzt sehe ich, glaube ich, aus wie die, ne? So eine komische Rüstung an. Ja, fast. Oh. Ja, das war das Falsche.
Okay, ja, auf jeden Fall, behalten wir. Danke. Ja, ich würde aber sagen, wir sprechen mit Amanti in der nächsten Folge. Und das war's dann hier erstmal von mir, von uns, ne? Von mir und der Traumwandlerin und von den Junkie Monkeys und so weiter. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Am besten mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar und natürlich einem Abo, ganz wichtig. Die Glocke aktivieren natürlich, damit ihr immer informiert werdet, falls ein neues Video von uns rauskommt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Kitty.